Eben auch bei uns futuristisch, passend zum Thema. An der Infotastic Academy in Attendorn kann man fast alles ausprobieren, außer einen selbstfahrenden Bus testen. Das geht noch nicht, aber vielleicht auch bald. Roboter programmieren, mit VR-Brillen fliegen oder 3D-Drucker sind aber schon dabei. Wir finden, musste machen. Mit Hilfe dieser Brille taucht Mia in eine virtuelle Welt ein. Ich bin drinne. Sehr gut. Mit diesen beiden Controllern steuert die 10-Jährige zwei Laserschwerter in einem Spiel. Auf dem Tablet verfolgen Lina und Christine Müller, was Mia gerade sieht. Die ist längst in einem anderen Universum unterwegs. Mia schlägt sich auf Anhieb gut. Berührungsängste mit der neuen Technik hat sie nicht. Ja, abgeschlossenes Level steht da. Zum ersten Mal hatte Mia eine Virtual Reality Brille auf. Also das Coole ist einfach, man fühlt sich wie in einer anderen Welt, als ob ich jetzt, sobald die Brille auf ist, irgendwo bin im Universum und man dann einfach so was kämpfen muss, bis man wieder auf die Erde kommt. Neue Technik einfach mal ausprobieren. Das ist der Gedanke hinter der Infotastic Academy in Attendorn. Ein virtueller Flug über die Schweizer Alpen? Hier kein Problem. Icaros ist zugleich eine Fitnessmaschine. Die eigenen Muskeln steuern den Flug. Gar nicht so leicht. Der Gleichgewichtssinn, der da nicht so ganz drauf geübt ist und welche Bewegung man machen muss, um wieder reinzukommen. Aber coole Sache. Die Idee, moderne Technik für jeden zugänglich zu machen, hatten Patrick Schwane und sein ehrenamtliches Team. Vormittags möchten sie Schulklassen begeistern, nachmittags kann jeder vorbeikommen. Dazu gibt es noch Workshops, zum Beispiel Roboter programmieren. Ja, und unser Ziel ist es, die Angst zu nehmen und jeden dafür zu faszinieren und zu begeistern. Wir wollen nicht die Technik in den Fokus stellen, sondern wir wollen die Leute da abholen, wo sie Spaß dran haben und ihnen zeigen, die Technik, die kann eure Hilfe sein und die bringt euch weiter. Mia hat inzwischen einen neuen Freund gefunden, Nao, der kleine Roboter. Hallo. Also er verfolgt mich, wenn ich mit ihm so rede oder mich jetzt von links nach rechts bewege und dann Hallo oder so sage, dann kommt er halt mit dem Kopf und macht halt so und sucht Gesichter. Hallo. Mia ist auf jeden Fall fasziniert von ihrem neuen Freund. Für sie ist klar, das hier musste machen. Nao sieht das genauso. Kommt vorbei. Das hier musste machen. Die Infotastic Academy in Attendorn steht von dienstags bis samstags offen für Jung und Alt und lädt zum Ausprobieren ein, um die neuen Möglichkeiten der Technik zu entdecken.